Meine Damen und Herren, wir sind dabei, seit gestern in einen neuen Teil der Elektrodynamik einzutreten, der, wo es also wirklich dynamisch wird. Bis jetzt war alles eher statisch und stationär. Und zwar in den Bereich, wo wir zeitabhängige elektrische und magnetische Felder betrachten. Und aus gewissen Gründen, das werden Sie dann schon sehen, wie sich das ergibt, beginnen wir hier wieder mit den Magnetfeldern und nicht mit den elektrischen. Wir betrachten zeitabhängige magnetische Felder. Und zunächst einmal könnten Sie sich ja denken, mein Gott, das ist ja nichts Besonderes, ist alles wie bisher, aber zeitabhängig. Aber so ist es interessanterweise nicht. Wenn man mit zeitabhängigen magnetischen Feldern zu tun hat, treten neue Effekte auf. Und wieder, wie so oft, in der Physik im Speziellen und in der Naturwissenschaft überhaupt, ist der Ausgangspunkt natürlich die Beobachtung. Und da ist also insbesondere der Name Faraday zu nennen, der also so Mitte des 19. Jahrhunderts tätig war und also ein wirklich ganz genialer Kopf war, der auch wusste, seine Arbeit zu verkaufen. Und dieser Faraday hat also eine Serie von sehr systematischen Experimenten durchgeführt, und damit letztlich auch die Basis dafür geschaffen, dass dann anschließend Maxwell, der eher ein Theoretiker war, dann aus diesen experimentellen Erfahrungen dann diese großartige Theorie der Elektrodynamik aufbauend auf seinen vier Gleichungen erstellen konnte. Also was hat man gesehen? Was haben wir gestern gesehen? Wenn es um zeitabhängige Felder geht, muss man also irgendwie diese Zeitabhängigkeit herbeiführen. Und wir haben das so gemacht, dass wir einen Permanentmagneten im Erdgravitationsfeld fallen haben lassen. Und wenn dieser Magnet also dann mitsamt seinem magnetischen Feld da halt durch eine Spule zum Beispiel durchtritt, dann zeigt sich völlig überraschend, dass an den Enden dieser Spule eine Spannung messbar wird, die wir auch an einem Digitaloszilloskop sichtbar machen konnten. Naja, das ist allein schon toll, aber das allein ist es natürlich nicht. Man muss dann auch verstehen, und das ist immer das Wesentliche, was sind die konkreten Zusammenhänge, wie schaut das Ganze quantitativ aus, wie kann man es beschreiben und dann letztlich auch für sich nützlich machen. Und das ist, vielleicht sage ich das gleich dazu, weil ich vorhin gesagt habe, der Herr Faraday hat sich auch gut verkaufen können mit seiner Arbeit, das gehört auch dazu. Ne? Wie dann also die Experimente schon ziemlich weit gediehen waren und es also schon sehr klare Linien erkennbar waren, hat er dann einmal eine hochrangige Delegation des British Empire dort in sein Labor eingeladen und die sind wirklich gekommen, wahrscheinlich mit ihren Perücken und wie sie das so vorstellen muss damals, nicht? Und auch der Lord Treasurer war also dort, der natürlich von der Physik und von diesen Experimenten keine Ahnung hatte, aber das war dem Faraday bewusst. Und wie der also so seine Induktionsexperimente gezeigt hat, ist es also überliefert, dass also dieser Lord Treasurer dann etwas herablassend gesagt hat, ne, und wozu soll das alles gut sein? Und dann hat also angeblich der Faraday gesagt, Euer Lordschaft, Sie werden einmal dafür Steuern einheben können. Und dann hat es ihm auf einmal zum Interessieren angefangen. Naja, und das ist ja wahr, nicht? Jetzt wird also mit den Generatoren Strom erzeugt und der Strom wird verkauft und da wird also dafür auch ganz kräftig Steuer eingehoben. Also das war damals dem Faraday schon bewusst. Und aufgrund dessen hat ihm wahrscheinlich dieser Lord Treasurer dann auch weitere Unterstützungen, könnte ich mir vorstellen, für seine Experimente zugesagt, wo er doch schon rechnen hat können, dass da mal wieder was reinkommen wird. Nicht? Naja, es ist immer ähnlich gewesen und auch heute nicht viel anders. Also gut, also was haben wir gestern gesehen?
Wir haben den Stabmagneten in eine Spule eingeschoben bzw. durchfallen lassen und gesehen, dass eine Induktionsspannung, so nennen wir das, eine Induktionsspannung entsteht. Und diese Induktionsspannung hat sich herausgestellt, ist proportional zur Geschwindigkeit der Bewegung. Proportional zur Geschwindigkeit der Bewegung. Weil wir haben ja das zweimal gemacht, einmal mit einer gewissen Geschwindigkeit und dann mit der vierfachen Geschwindigkeit. Der doppelten Geschwindigkeit. Und da haben wir also die vierfache Fallhöhe genommen, weil das ergibt dann gerade die doppelte Geschwindigkeit mit mv² halber, ist einem das sofort klar, Mechanik. Andererseits aber natürlich, also was folgt daraus? Daraus kann man schon die Folgerung ziehen, dass also eine solche Spannung, die da in so einem Leiterkreis oder wenn es halt mehrere Leiterkreise sind, dann ist das eine ganze Spule. Damit man es besser sieht, wird man mehrere hintereinander schalten, aber im Wesentlichen sind das halt Leiterkreise. Die Spannung, die in so einem Leiterkreis entsteht, die hängt davon ab, wie schnell sich das magnetische Feld ändert. Wenn der da schneller durchfällt, ändert sich das Feld schneller und die Spannung ist höher. Und wenn sich gar nichts ändert, ist auch keine Spannung da. Also wenn gar kein Magnet da ist, oder man tut ihn hinein und lässt ihn dort in Ruhe stehen, das haben wir zwar gestern nicht gemacht, aber das können Sie mir glauben, dann ist nichts. Es geht nur um die Änderungen. Das ist jetzt was, was wirklich erst schlagend wird, bemerkbar wird, auftritt, wenn es zeitabhängige Felder sind. Bei statischen Feldern tritt das nicht auf. Deswegen haben wir uns auch bis jetzt noch nicht damit beschäftigt, weil der Effekt war noch nicht da. Kommt erst jetzt. Also das ist das eine. Und dann aber natürlich, wenn man jetzt entsprechend das doppelt so schnell macht und dann entsprechend dann die Induktionsspannung auch doppelt so hoch wird, dann wird andererseits der Effekt auch schneller und ist in der halben Zeit vorbei, sodass die Fläche unter dieser Spannungskurve dann die gleiche bleibt. Die wird zwar schmäler und gleichzeitig doppelt so hoch und damit kommt die gleiche Fläche heraus. Also das Integral über diesen Spannungsimpuls über den Spannungsimpuls ist unabhängig von der Geschwindigkeit der Bewegung. Höhere Geschwindigkeit bedeutet höhere Induktionsspannung, aber halb so breiter Impuls, weil es ja schneller vorbei ist auf der Zeitachse. Ist Ihnen das verständlich, was ich damit sagen möchte? Das haben wir jetzt nicht wirklich durchintegriert, sondern ich meine mit dem Integral, wie man das halt meistens meint in der Physik, nicht unbedingt eine analytische Berechnung von irgendwas, sondern die Fläche unter dem Impuls, so wie wir es am Schirm da drüben gestern, also dieses digitalen Transienten-Recorders gesehen haben. Aber dann war noch ein wichtiges Experiment. Da hat der Herr Litschauer so zwei Drähte, die so, also praktisch einen Draht, der ist mit seiner Schlaufe zusammengebogen war, so straff gezogen und wieder auseinander. Also einmal war mehr Fläche von diesen Drähten umschlossen und dann weniger. Und das hat er gemacht zwischen den Polschuhen eines entsprechend großen, starken Hufeisenmagneten, damit der Effekt halt schön sichtbar wird. Und es zeigt sich, da war natürlich das Magnetfeld konstant, weil der Hufeisenmagnet ist eben dort gestanden, wo da ändert sich ja nichts. Und trotzdem hat man eine Induktionswirkung gesehen. Es ist also nicht primär eine Sache der Änderung des Feldes, sondern es geht um was anderes. Na, um was wird es wohl gehen? Es geht dann offenbar darum,
wenn das einmal eine größere Fläche ist, wo das Feld durchgetreten ist und dann wieder eine kleinere Fläche und das führt bereits zu einem entsprechenden Induktionsvorgang, dass nicht das Feld, sondern der Fluss durch die Fläche, die von dem Leiterkreis umschlossen wird, das Wesentliche ist. Also wenn die flexible Schleife, das war dann die dritte experimentelle Erfahrung, flexible Leiterschleife, im Magnetfeld führt ebenfalls zu einer Induktionsspannung. Auch wenn das Magnetfeld, wie bei unserem gestrigen Versuch, konstant ist. Also, es geht nicht um das dB nach dt primär, bei dieser Induktion, sondern es geht darum, wie groß der Fluss dieses Magnetfeldes durch die Leiterschleife ist und wie sich dieser Fluss zeitlich ändert. Also mit dieser flexiblen Leiterschleife ist es natürlich besonders einfach zu sehen, aber das können Sie sich schon überlegen, besonders wichtig für praktische Anwendungen ist das mit so flexiblen Leiterschleifen nicht. Wie oft ist das schon, dass da einer so eine Leiterschleife da einmal straff zieht und einmal wieder, das ist ja nichts. Aber, und das sage ich gleich jetzt am Anfang, damit Sie gleich sehen, wie wichtig das ist, und das hat natürlich der Faraday sofort übernommen hat damals. Der entscheidende Punkt ist, dass man eine solche Änderung des magnetischen Flusses, auch wenn das Feld konstant ist, auch dadurch herstellen kann, dass man eine Leiterschleife nimmt, die man in diesem magnetischen Feld dreht. Also eine typische Anwendung davon, sage ich gleich einmal am Anfang, ist, wenn Sie da also ein magnetisches Feld haben, und wir dann das natürlich etwas später noch genauer anschauen, da sind also die B-Vektoren alle. Und Sie bauen da jetzt eine Leiterschleife hinein. Und die wird also da irgendwie da dann unten angeschlossen, sodass man da dann ein Spannungsmessgerät hier dran hat. Und jetzt dreht man diese Leiterschleife. Na, wenn sie quer steht zu dem Feld, tritt das Feld voll durch diese von der Leiterschleife umschlossene Fläche hindurch. Ordentlicher magnetischer Fluss. Und wenn die da so steht, geschieht also gar nichts. Aber wenn Sie es jetzt um 90 Grad drehen, dann ist es so, dass dann der Fluss auf einmal null wird. Weil da streift ja das Feld nur entlang dieser Fläche. Und es ist gar kein magnetischer Fluss mehr da drin. Sodass sich also, obwohl das Feld konstant ist und die Leiterschleife auch sich nicht verformt, so wie die flexible Leiterschleife, die wir da gehabt haben, trotzdem sich eine erhebliche Änderung des magnetischen Flusses ergibt. Und allein dadurch wird dann eine Induktionsspannung beobachtet. Wir werden diesen Versuch etwas später dann auch konkret vorführen, wenn es also um den Wechselstrom und die Wechselstrommaschinen geht. Das sollte jetzt nur einmal zeigen, wie wichtig diese Dinge einmal grundsätzlich sind. Weil auf die Art und Weise kann man jetzt einmal nicht nur mit einer galvanischen Zelle Spannungen erzeugen. Und das ist es, was dem Faraday natürlich sofort klar war. Damit hat man eine ganz neue Möglichkeit, elektrische Spannungen und damit letztlich, wenn man da dann Verbraucher anschließt, auch elektrische Ströme zu erzeugen. Und das hat eigentlich die ganze Geschichte mit diesen elektrischen und magnetischen Erscheinungen erst so richtig auf die Ebene der Brauchbarkeit und der technischen Anwendbarkeit gehoben. Und ohne das ginge der ganze Klimbim nicht. Woher nehmen wir denn die ganzen Ströme und Spannungen, wenn wir nicht Generatoren hätten,
das ist das Generatorprinzip. Also das, worüber wir jetzt sprechen, natürlich sehr grundlegend dabei noch und nicht irgendwie speziell angewendet auf Generatoren, ist das Generatorprinzip. Das wollte ich jetzt einmal nur erwähnen, damit Sie es gleich von vornherein wissen, wie wichtig das alles ist, was wir da durchführen. Na, jetzt gibt es noch eine Überlegung, die ich anstellen möchte mit Ihnen, um also möglichst alle wichtigen experimentellen Befunde zu erreichen, die es uns dann ermöglichen, das zugehörige Gesetz, weil auf das läuft es ja immer hinaus, dass man aus dem allen dann irgendein formales Gesetz formulieren kann, das es einem dann gestattet, die Geschichte auch richtig auszurechnen. Dann wird es wirklich gut, dann hat man es verstanden, in dem Sinn, wie man das von Anfang an immer gesagt hat, zurückführen auf Grundgleichungen, und dann kann man auch was Konkretes damit anfangen. Eine Sache fehlt uns nämlich noch. Und da möchte ich Ihnen auch ein Experiment dazu zeigen. Aber zunächst erklären, worum es geht. Nehmen Sie also einmal an, man hat einen Leiterkreis oder eine Spule, wenn es halt mehrere Leiterkreise sind, die halt so in eine Spule zusammengefasst sind, mit offenen Enden. Und jetzt schieben Sie da einen Stabmagneten hinein und erzeugen dadurch eine Änderung des magnetischen Feldes und eine Änderung des magnetischen Flusses durch die von dem Leiterkreis umschlossene Fläche. Ja? Und da wird also, das haben wir gestern schon gesehen, eine Spannung induziert. Wenn also an den offenen Enden ein Voltmeter angeschlossen wird oder wenn es also um Zeitabhängigkeiten geht, besser ein digitaler Transientenrekorder, der das gleich aufzeichnet, wie sich das zeitlich ändert, wenn man das da so reinschiebt, das ist ja jetzt eben in der Zeit, zeitabhängig, dann entsteht eine Induktionsspannung in der Spule. Aber das ist an sich dem Magneten völlig wurscht, der geht da also ohne weiteres durch und nichts. Aber wenn diese Spule jetzt geschlossen wird, entweder mit einem Verbraucher oder überhaupt einfach kurz geschlossen wird, dann wird aufgrund dieser Induktionsspannung, die da entsteht durch das Durchtreten des Magneten in diesen Leiterkreis, in der Spule, ein Strom zu fließen beginnen. Aber nur, wenn der Leiterkreis eben geschlossen ist. Die Spannung wird immer induziert, auch wenn er offen ist. Aber ob Strom fließt, das ist ja wie immer erstaunt, wenn ein Widerstand oder ein Verbraucher, so wie bei der Steckdose, das ist dasselbe. Es fließt kein Strom in der Steckdose, solange ich nicht was anschließe. Und also mit einem Verbraucher das dann schließe oder gar kurz schließe, dann fließt es nicht lang, weil dann fliegt die Sicherung. Aber jedenfalls, dann hat man Ströme. Daher sprechen wir auch nie von einem induzierten Strom, sondern was primär induziert wird, ist immer die Spannung. Ob dann der Strom zu fließen beginnt, liegt daran, wie die Verhältnisse sind. Wenn also die Spule, der Leiterkreis eben geschlossen ist, dann wird da drinnen ein Strom zu fließen beginnen. Und jetzt ist die entscheidende Frage. Wenn der Strom da drinnen zu fließen beginnt, dann wird der doch, das wissen wir ja schon, Biot-Savarsches Gesetz etc. etc., das haben wir schon hinter uns, wird ein Magnetfeld entstehen. Jeder Strom umgibt sich mit einem Magnetfeld und wenn eine Spule Strom durchflossen ist, haben sie in der Spule ein Magnetfeld. Wir können es sogar schon ausrechnen. Das haben wir ja schon gemacht und das ist sogar ganz einfach bei einer langgestreckten Spule. Ne? Naja, jetzt haben sie da drin ein Magnetfeld. Und jetzt fliegt da dieser Stabmagnet durch, der spürt das Magnetfeld. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie so oft im Leben. Entweder dieses Magnetfeld wird so sein, dass es diesen Stabmagneten noch beschleunigt, wenn er da durchgeht, oder es wird ihn bremsen. Was glauben Sie, was wird es tun? Denken Sie einmal nach. Bremsen. Wieso? Hm?
Ja, warum geht es völlig in die andere Richtung? Warum wird das so sein müssen? Energieerhaltung. Überlegen Sie einmal, wenn dieser Stabmagnet da hineinfliegt und der wird da jetzt auf einmal noch beschleunigt, wer beschleunigt ihn denn? Woher nimmt denn das die Energie? Das wird ja nicht von irgendwo aus der Luft geholt. Also das kann es ja eigentlich nicht sein. Woher soll denn das nehmen? An dem ist ja nichts dran. Das ist ja nur eine Spule ohne sonst irgendwas. Auf was hinauf soll die auf einmal diesen Magneten beschleunigen? Na gut, aber jetzt könnten Sie andererseits sagen, wieso bremst es? Wieso wird das jetzt abgebremst? Wenn man das ernst nimmt mit der Energieerhaltung, und da wollen wir doch sehr hoffen, dass das auch in der Elektrodynamik nach wie vor der Fall ist, weil sonst wäre das ja so eine traurige Geschichte, wenn so eine wichtige Grunderfahrung, nämlich die Erhaltung der Energie, da auf einmal nicht mehr stimmen würde. Also wenn der jetzt gebremst wird, da wird ja dann ein Teil seiner kinetischen Energie sich wohl in irgendeine andere Energieform umsetzen müssen. Wo geht die hin, diese Energie? Was meinen Sie? Wenn der da durchfliegt und da beginnt jetzt in dieser Spule ein Strom zu fließen. Bitte? Wärmeenergie. Diese Spule hat ja einen gewissen ohmschen Widerstand und da drinnen beginnt der Strom zu fließen und der Strom wird dann, wenn er durch den Widerstand, durch den Leiter fließt, den Leiter aufwärmen. Und es wird sich also die Spule, wenn auch vielleicht nicht besonders viel, aber doch die Temperatur wird sich erhöhen, es wird dort Wärme freigesetzt. Und das ist genau, das kann man sich durchrechnen, das ist genau die Energie, die man diesem Magneten entzieht. Also schon aufgrund der Energieerhaltung ist anzunehmen, dass der Stabmagnet, wenn er da in diesen Leiterkreis hineintritt, behindert wird in seiner Bewegung. Und diese Behinderung, das ist etwas ganz Allgemeines. Deswegen wird das auch in die sogenannte Lenzsche Regel zusammengefasst. Das schreiben wir dann gleich auf. Aber jetzt werden Sie natürlich sagen, das kann uns der ganz schön erzählen, aber ist es auch wirklich so? Und da gibt es einen sehr hübschen Versuch dazu. Und den haben wir heute für Sie aufgebaut, nämlich der Herr Dangl und der Herr Litschauer. Da steht er und den werde ich Ihnen jetzt zunächst einmal erläutern und dann führen wir durch. Achtung, dabei wird geschossen. Also was wir machen ist Folgendes. Wir haben hier drei Leiterkreise und zwar aus Aluminium, damit man nicht glaubt, das geht jetzt wegen der ferromagnetischen Eigenschaften von diesen metallischen Leiterkreisen. Aluminium hat überhaupt nichts am Hut mit magnetischen Feldern, das reagiert so gut wie überhaupt nicht. Sehr geringe Eigenschaften, über das sprechen wir später. Und das ist so, ich muss jetzt genau schauen, ja, der erste und der dritte Leiterkreis, die sind geschlossen. Der mittlere da, der hat hier eine kleine Öffnung. Sieht man nur, wenn man genau hinschaut. Aber das bedeutet, er ist offen in dem Sinn, dass kein Strom durchfließen kann. Vielleicht kann man das sogar sichtbar machen, dass der wirklich, na, schaut er sehr gut, sehen Sie es? Da brauchen Sie gar keine Brühe dazu, um das zu sehen. Wunderbar, wunderbar. Ja, weiß schon, auf was da kommt. Also, der mittlere ist offen. Und was machen wir jetzt? Wir machen eigentlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wir schieben einen Stabmagneten ein. Na, einschieben ist ein Hilfsausdruck. Der Herr Litschauer wird ihn durchschießen. Und dann läuft also jetzt dieser Stabmagnet durch diese Röhre da, diese isolierende da durch und wird also da hinten dann mit einem Plopp wieder rauskommen. Und wenn der da durchtritt, dann wird also insbesondere durch den ersten Leiterkreis durchtreten, aufgrund dessen, weil das ein geschlossener Leiterkreis ist, wird dort ein Strom zu fließen beginnen aufgrund der Induktionsspannung. Und der Strom wird so gerichtet sein, nach dem, was wir uns da vorher überlegt haben, dass das daraus resultierende Magnetfeld die Bewegung dieses Stabmagneten behindert. Aber der Stabmagnet lacht sich natürlich an. Er hat also eine große Trägheit, der fliegt da einfach durch. Es geht ja auch nur um eine Wechselwirkung. Das heißt, diese Behinderung äußert sich jetzt nicht dadurch, dass der Stabmagnet stehen bleibt,
sondern dass er damit praktisch diesen Leiterkreis mitnimmt ein bisschen. Der Leiterkreis will ihn behindern, der lässt sich aber nicht behindern, so wird er selbst zurückgedrängt. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist jetzt, Sie wollen die Straßenbahn aufhalten, aber die Straßenbahn nimmt Sie mit. Nicht? So ähnlich ist es da. Nicht? Also ganz einfach zu verstehen. Also kann man erwarten, dass der Leiterkreis da in der Richtung wegschwingen wird. Na, der in der Mitte, der wo kein Strom fließt, wann das also alles seine Richtigkeit haben soll, deswegen haben wir den als Zweiten, nicht? Dem sollte das völlig wurscht sein, weil da fließt ja kein Strom. Es wird zwar eine Spannung induziert, natürlich, aber wenn das offen ist, kann ja kein Strom fließen und die Spannung macht ja nicht das Feld, das Magnetische, der Strom macht das Feld. Also daher wird da auch kein Eigenmagnetfeld von diesem offenen Leiterkreis geben und auch keine Wechselwirkung, also dem ist das wurscht. Deswegen haben wir auch diese Bakelitröhre da rundherum, dass nicht durch den Wind, wenn das da durchzischt, da, das mitgenommen wird. Nicht? Wir wollen ja keine hydrodynamischen Wechselwirkungen da betrachten, sondern wir schauen, wie die aufgrund der magnetischen Felder da miteinander wechselwirken. Und der dritte wieder, der ist so wie der erste wieder geschlossen. Also jetzt sind Sie schon ein bisschen darauf eingestimmt, was wir da eventuell zu erwarten haben werden. Nicht? Der erste sollte also so in der Richtung von den Magneten wegschwingen, der dritte auch, dann wird er natürlich wieder zurückschwingen, nicht? Weil dann ist er vorbei. Und der mittlere sollte in Ruhe sein. Und jetzt noch, ja, probieren wir das einmal, dieses Experiment. Schießen wir also einmal den Magneten da durch und schauen wir auch drauf, dass wir schauen, was der Nord- und der Südpol ist. Kann man das irgendwie sehen an den Magneten? Man nicht irgendein Kreuzl drauf machen oder so irgendwas, dass wir wissen, dass wir einmal so und einmal so durchlassen, weil ich würde ihn dann gerne auch noch umdrehen. Ah, da haben wir was. Sehr gut. Also dann schauen wir, zeigen Sie das her jetzt, welche Seite zuerst durchtritt jetzt. Das ist da so grün und dran ist auf der anderen Seite, da ist es grau. Und es kommt also jetzt, welches zuerst durch, was geht voran, die grüne. Also tun wir die grüne Seite voran, also damit es also entsprechend eine wohldefinierte Polarität hat. Und jetzt werden wir also schauen, was da passiert. Mit Luftdruck geht es. Also passen Sie auf, das ist also jetzt schon recht spannend. Achtung! Habe der! Neu habe ich noch gesagt, Achtung! Hat alles weggerissen. Na servus! Aber bitte, der Effekt war doch deutlich zu sehen. Nicht? Das erfordert einmal einen entsprechenden Applaus. Sie haben ja gesehen, ich habe mich schon ein bisschen entfernt gehalten. Da. Und das mittlere, da hat sich gar nichts angespielt. Also das ist einmal, glaube ich, schon recht interessant zu sehen. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt werden wir den Stabmagneten umdrehen. Wird das jetzt in die Gegenrichtung gehen oder nicht? Was glauben Sie? Es ändert sich ja nichts. Es geht wieder darum, dass sich das Magnetfeld ändert und dass der Strom so gerichtet sein wird da drinnen, dass es zu einer Behinderung von diesem induzierenden Vorgang kommt. Also während zum Beispiel gestern, das haben wir zwar nicht gemacht, aber das glauben wir sicher, bei dem Herunterfallen von den Magneten durch diese Spule, wenn wir da den Magneten umgedreht hätten, wäre die Polarität von diesem Impuls, den wir da gesehen haben, umgekehrt gewesen. Aber hier bei dieser bremsenden Wirkung, na, Sie werden es ja sehen, jetzt zeigen Sie, dass wir die graue Seite vorne haben. Und jetzt wird das nochmal geschossen. Das ist wieder schön zur Ruhe gekommen. Also schauen wir nochmal. Naja, jetzt hat man das jetzt gesehen? Ich habe nicht hingeschaut. Ja? Haben Sie es gesehen? Ist es wieder in der gleichen Richtung gelaufen? Okay. Also, wunderbar. Auf das freue ich mich immer, auf dieses Experiment. Weil einerseits ist es ein sehr verlässliches Experiment und zweitens hat es einen gewissen Unterhaltungscharakter und noch dazu kann man sehr viel davon lernen. Also daraus können wir also jetzt lernen,
Wo schreibe ich das noch hin? Da unter das Generatorprinzip. Stab, Magnet wird beim Durchtritt durch Leiterkreis behindert. Also doch eine Reihe von experimentellen Befunden, die wir da jetzt gewonnen haben, gestern und heute. Und daraus ergibt sich also in der Zusammenfassung die sogenannte Lenzsche Regel, die man, wenn man sie geschickt formuliert, sehr einfach formulieren kann. Und wenn man sie ungeschickt formuliert, kann sie sehr unübersichtlich werden. Die Lenzsche Regel. Also offensichtlich ist das nicht sofort dem Faraday aufgefallen, sondern dem Lenz. Da bin ich zu wenig jetzt informiert, ob der Lenz ein Mitarbeiter von Faraday war oder so. Das lässt sich alles nachvollziehen. Also wenn man Zeit hat, und wir alle haben keine Zeit, aber wenn man Zeit hat, dann kann man da in den alten Publikationen nachforschen. Und das ist sehr interessant, sicher sehr interessant, aber jetzt werde ich dann bald einmal in Pension gehen, vielleicht habe ich dann Zeit, mich ein bisschen dem zu widmen. Gegenwärtig schaut es noch nicht danach aus, aber bitte. Also die Lenzsche Regel besagt, dass die induzierte Spannung zu einer Behinderung des induzierenden Vorgangs führt. Ich habe mir diese Formulierung schon überlegt. Die induzierte Spannung ist es nicht im Allgemeinen selbst, die den Vorgang behindert. Es ist ja in dem Fall die Spannung, die erst den Strom zur Folge hat und der Strom des Magnetfeld. Und das Magnetfeld behindert dann die Bewegung dieses Stabmagneten, worin man den induzierenden Vorgang sehen kann. Also die induzierende Spannung behindert den induzierenden Vorgang, ist zu kurz gegriffen. Aber sie führt, aufgrund dessen, dass sie da ist, indem sie einen Strom zur Folge hat und der wieder ein Feld zur Folge und so weiter, also die induzierte Spannung führt zu einer Behinderung des induzierenden Vorgangs. Also irgendwo muss dann da noch so quasi ein Minus sein, um das klar darzustellen. Und das möchte ich also jetzt auch entsprechend als Quintessenz von dem allen aufschreiben. Wie können wir also das nun alles in eine vernünftige Form bringen? Also zunächst einmal haben alle diese experimentellen Befunde als eine wesentliche Größe, um die es da geht, die induzierte Spannung. Die induzierte Spannung längs eines Leiterkreises. Das ist schon mal was Komisches. Denn bis jetzt haben wir da immer Spannungen zwischen zwei Punkten gehabt, nicht? Also Plus und Minus, und wenn man da Spannung hat und dann einen Widerstand dazwischen gibt, beginnt ein Strom zu fließen. Jetzt haben wir eine Spannung längs eines geschlossenen Leiterkreises. Wie gibt's denn sowas überhaupt? Denn das fängt da an und hört da wieder auf. Also eigentlich kann ja das gar nicht sein, nach unserer bisherigen Erfahrung, nicht? Aber das war eben bisher. Jetzt haben wir zeitabhängige Felder. Jetzt schaut die Geschichte eben doch offensichtlich anders aus. Und damit man das sich entsprechend klar machen kann, ist es jetzt doppelt wichtig, dass wir uns schon von Anfang an richtig überlegt haben, was man denn eigentlich unter Spannung versteht. Denn das, was man so oft hört, Spannung ist Potentialdifferenz,
Das geht da jetzt nimmer mehr. Weil längs des ganzen Leiterkreises, da haben sie dann da, wo ist da die Potentialdifferenz? Wie können sie da zu einer Spannung kommen? Das hat mich seinerzeit auch sehr geärgert, wäre ich da so wie Sie da gesessen bin. Das hat mir aber keiner richtig erklärt. Vielleicht war ich auch nur zu dumm, aber jedenfalls, ich habe das nie richtig, für die längste Zeit, dann schon mal, aber die längste Zeit nicht richtig verstanden. Nicht? Und das, davor möchte ich Sie also jetzt bewahren. Wir gehen also jetzt davon aus, was ist die elektrische Spannung ganz allgemein? Arbeit pro Ladungseinheit. Die Arbeit, das wissen Sie aus der Mechanik, ist Integral FdR und Arbeit pro Ladungseinheit ist daher Integral EdR, weil F durch Q ist E. Nicht? Also das wissen Sie ja schon. Integral EdR. Und also von wo bis wohin? Nun, wenn man das also von einem zu einem anderen Punkt macht, dann ist also die Spannung eben das Integral EdR zwischen den beiden Punkten. Aber Sie können natürlich auch ein Ringintegral betrachten. Wenn Sie also längs einer geschlossenen Kurve das machen, Integral EdR, haben Sie ebenfalls eine Spannung, falls eine ist. Also bei den elektrostatischen Dingen ist da nichts. Es ist eben ein konservatives Feld. Aber da schaut die Geschichte offensichtlich anders aus. Also was wir da betrachten, ist die induzierte Spannung. Und zwar in einem Leiterkreis. Und dieses U-Int ist dann immer das Ringintegral über den ganzen Leiterkreis. E-Pfeil, dr-Pfeil. Und da ist jetzt nichts mehr mit Potentialen und Potentialdifferenzen. Weil wenn dieses Ringintegral, und das zeigen eben die experimentellen Befunde, nicht gleich Null ist, dann haben wir eben nicht die Situation, dass das Ringintegral, also das Integral längs jeder geschlossenen Kurve gleich Null ist. Ist es eben nicht. Daher ist das elektrische Feld, das hier zur Debatte steht, kein konservatives Feld. Schau, schau, jetzt haben wir einmal so was richtig Schönes, Wichtiges, was nicht konservativ ist. Bis jetzt waren die nicht konservativen Felder immer so was Lästiges, nebenbei Reibung zum Beispiel. Ja, dann tun wir halt weg die Reibung. Obwohl Reibung auch was sehr Wichtiges ist, aber Reibung ist eine nicht konservative Kraft. Aber ansonsten alle Kräfte, die was auf sich halten, sind konservative Kräfte. Aber nicht die elektrischen Felder bei zeitabhängigen Situationen. Die sind nicht konservativ. Ja, das ist doch einmal was. Also da sehen Sie, wie wichtig es ist, nachzuschauen, ob ein Vektorfeld, um was es jeweils geht, konservativ ist oder nicht. Und alle diese Geschichten da mit Potenzialen und Pipapo, das geht eben nur bei Konservativen und hier nicht. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Und das andere, was wir da also jetzt brauchen, ist, und zwar ist das also über den Rand einer Fläche A, die von dem Leiter umschlossen wird. Nun, das andere, was wir da also jetzt für unsere Formalisierung brauchen, wir haben ja die Spannung schon gehabt, nur noch nicht längs eines geschlossenen Dings, aber das andere, was wir brauchen, ist der magnetische Fluss und den schreibe ich heute halt auch nochmal her. Das ist dieses Phi mit den Haxeln, M, ist das Flächenintegral über die Fläche A, B-Pfeil, DF-Pfeil. Also wohlgemerkt, es geht um eine elektrische Spannung und einen magnetischen Fluss. Ganz schön spannend, dass diese zwei Dinge so miteinander zusammenhängen. Aber den magnetischen Fluss hatten wir schon. Den haben wir schon einmal gehabt, wie wir da diese eine Maxwell-Gleichung aufgeschrieben haben, Divergenz B gleich 0, die aussagt, dass es keine magnetischen Monopole gibt. Dieses Divergenz B gleich 0 entspricht dem Umstand, dass aus einer geschlossenen Fläche es nie einen endlichen magnetischen Fluss geben kann. Da mussten wir damals schon diesen magnetischen Fluss einführen, sonst haben wir ihn bis jetzt noch nicht gebraucht. Jetzt braucht man ganz wichtig. Und jetzt ist die Sache also so, wenn man da also einen Leiterkreis betrachtet, dann hat der also eine gewisse Fläche A
durch diese Fläche tritt ein magnetisches Feld B hindurch, der magnetische Fluss durch diese Fläche, das ist eben dieses Phi M, und die Induktionsspannung rund um die Fläche herum, längs dieses Leiterkreises, das ist dann also dieses U-In, das Ringintegral E-dr. Und wenn man da also an einer Stelle aufmacht und die da wegzieht, die zwei Leitungen, heraus aus dem elektrischen Feld, dann haben wir ja draußen, dem magnetischen Feld, dann haben wir draußen ja keine zeitabhängigen Phänomene mehr. Da draußen kann man dann in aller Ruhe ein Voltmeter anschließen und diese Spannung U-In dann messen. Und das ist eine Spannung nicht zwischen diesen zwei Punkten und da ist eine Potentialdifferenz, sondern eine Spannung in dem Sinn, dass die längs des ganzen Leiterkreises rundherum auftritt. Ein Integral EdR. Da gibt es dann lauter so E-Vektoren, die da so entlang laufen und die also dann für diese Spannung verantwortlich sind. Ein elektrischer Feldwirbel, der zu der Induktionsspannung längs des geschlossenen Leiterkreises führt. Also merken Sie sich das. Wir betrachten einen Leiterkreis. Oder was wir gestern auch gehabt haben, halt mehrere hintereinander, das ist eine Spule, das ist eine technische Sache. Und ein Magnetfeld, das diesen Leiterkreis durchsetzt. Und wir betrachten weiters den magnetischen Fluss, der aufgrund dieses Magnetfeldes durch die Fläche hindurchtritt, die von dem Leiterkreis oder der Leiterschleife umschlossen wird. Und es kommt auf die Änderung dieses magnetischen Flusses an, was längs dieses Leiterkreises für eine Induktionsspannung auftritt. Und jetzt, wo wir das so beieinander haben, können wir das auch sehr einfach in eine formale Form gießen. Es ergibt sich damit, mit all den Befunden, die wir jetzt schon haben, das Gesetz, dass das U-In, die Induktionsspannung, gleich ist minus, da drinnen steckt diese Lenzsche Regel mit der Behinderung, d phi m nach dt. Also wenn Sie zum Beispiel Sie jemand fragen sollte, was ist das Induktionsgesetz des Faradayschen, Sie sagen, das ist U-In, das minus d phi m nach dt, haben aber keine Ahnung, was das U-In und das phi m eigentlich ist und dass das einen Fluss ist, eben durch die Fläche, die von der Leiterschleife umschlossen wird und das U-In, die Spannung längs dieser Leiterschleife, dann haben sie ja nichts gewusst sozusagen. Wesentlich ist, dass diese ganze Geometrie und die Definition dieser Größen da natürlich drinsteckt. Das ist natürlich jetzt nur die ganz kurze, knappe Form, die eben dann die Möglichkeit gibt, dieses Gesetz besonders effizient darzustellen. Und das ist also das Faraday'sche Induktionsgesetz. Ganz ein wichtiges, eines der zentralen Gesetze in der Elektrodynamik. Also wenn ich Sie das vielleicht einmal fragen sollte und Sie sagen, noch nie davon gehört, dann ist die Prüfung aus. Das ist klar, nicht? Weil das bringt dann nichts. Nicht? Es gibt ein paar Sachen, die muss man einfach wissen. Das geht eben nicht. Na gut. Also ich glaube, das sollten Sie sich damit einigermaßen gut vorstellen können, wie das gemeint ist. Es wird also stets eine Spannung induziert. Es kann aufgrund dessen ein Strom zu fließen beginnen, aber das, was induziert wird, ist immer eine Spannung. Und die Leiter, die man hier betrachtet, sind immer längs geschlossener Schleifen angeordnet. Aber es kann natürlich einmal sein, dass so ein Leiterkreis, so wie da der mittlere oder bei einer Spule, wenn die beiden Enden offen sind, halt dann offen ist. Oder man hängt halt nur ein Voltmeter an. Da müssen Sie ihn ja aufmachen. Und das hat
100 Megohm Innenwiderstand, das heißt, de facto ist der Leiterkreis ja dann offen. Fließt ja in Wirklichkeit dann auch praktisch kein Strom durch. Aber die Spannung wird induziert und das können Sie mit dem Voltmeter da wirklich messen. So wie wir das gestern ja auch mit dem digitalen Transienten Recorder gemessen haben. Jetzt meine Frage. Ist da jetzt irgendwas unklar geblieben? Wenn Sie da heute herausgehen nach der Vorlesung, müssen Sie verstehen, was das Induktionsgesetz ist. Das wäre wirklich ein Schand, vor allem für mich, wenn das nicht so wäre. Und mit der Frage zu dem Experiment. Wenn man jetzt die offene Schleife betrachtet und man lässt den Magneten durchsausen, wartet, bis er und dann eingezogen ist und dann schließt man die Schleife. Ist dann die Spannung wieder... Man wartet, dass was? Man wartet? Bis er durch ist. Bis er weg ist. Ja. Ja. Und dann erst ist dann die Spannung schon wieder weg. Ja, natürlich. Ja, weil sich ja das Feld nicht mehr ändert. Die Frage war, wenn der Magnet dann durch war, ob dann auch die Spannung schon wieder weg ist. Erinnern Sie sich, was wir gestern gesehen haben, wie wir da den Magneten durch diese Spule durchfallen ließen. Ich zeichne das jetzt auf und das nachher wieder weg. Da gab es eine Darstellung UI gegen T. Und zunächst einmal, bevor der Magnet gekommen ist, war das Null. Weil wenn er weit weg ist, ändert sich ja in der Spule oder im Leiter, in der Kreis noch kein Magnetfeld. Ändert sich nichts. Wenn er dann in die Nähe kommt, dann beginnt das Feld und der Fluss sich zu ändern, dann geht es so auf. Und jetzt ist er dann in der Mitte drin. Wenn er gerade in der Mitte ist, wird das Feld einmal kurzfristig konstant. Dann geht es wieder zurück. Wenn es konstant ist, wird der Fluss auch konstant, hört der Induktionsstoß wieder auf. Dann geht es aber wieder zurück, das Feld, damit geht da die Spannung ins Negative. Und wenn dann der Magnet weg ist, ist die Spannung wieder Null. Weil sie ändert sich ja wieder nichts mehr. Induktionsspannungen treten nur auf, wenn es eine Zeitabhängigkeit gibt. Wenn es keine Zeitabhängigkeit gibt, selbst wenn ein großer magnetischer Fluss vorhanden ist, aber er ist konstant, gibt es keine Induktionswirkung. Die Änderung ist es, auf die es ankommt. Ja? Und dass das gestern ein bisschen unsymmetrisch war und das also dann zuerst niedriger und dann höher war, lag daran, dass dieser Stabmagnet im Zuge des Hinunterfallens immer schneller geworden ist. Und daher natürlich war dann das da unten ein bisschen hecher und ist dann da wieder, aber auch wieder schmäler und ist dann wieder zurückgekommen. Das ergibt sich dadurch, dass man das so mit einem solchen Fallversuch macht. Man könnte es zum Beispiel auch da durchschießen, das ging jetzt natürlich an. Okay. Verständlich? Okay. Noch irgendwelche Fragen? Also insbesondere zum Induktionsgesetz. Ist Ihnen das wirklich verständlich mit dem UIND und mit dem Φm? Und insbesondere der Begriff der induzierten Spannung, dass das eben so eine Spannung längs einer geschlossenen Kurve ist, ein Ringintegral. Ja? Na gut, weil wir wollen also davon ausgehen, dass das damit also jetzt einmal über die Bühne, über die Rampe gekommen ist. Ups, aha, muss ich aufpassen. Jetzt wird wieder was weggeschossen, wenn ich nicht aufpasse. Jetzt gibt es diese Sache mit diesem Zeitintegral. Da haben wir doch da aufgeschrieben, das Integral Uin dt haben wir gefunden, die Fläche unter der Kurve, die ich da wieder weggelöscht habe, ist unabhängig von der Geschwindigkeit der Bewegung. Wird das schneller, wird die Kurve mehr zusammengedrängt auf der Zeitachse, aber entsprechend höheres Signal. Kann man das jetzt mit dem Faradayschen Induktionsgesetz verstehen? Schauen wir uns das Zeitintegral von diesem Uint an. Machen wir ein Integral Uin dt, so wie ich das daher geschrieben habe. Das ist ja eben die Fläche unter der Kurve, die wir da gestern gesehen haben. Das Integral Uin
dt. Und zwar natürlich von einem Anfangszeitpunkt bis zu einem Endzeitpunkt. Das trifft eh ganz gut, dass ich das da jetzt aufgezeichnet gehabt habe, hätte ich eigentlich auch stehen lassen können. Um in dt. Naja, und jetzt können wir natürlich dieses Integral dadurch ausrechnen, indem wir da dieses Induktionsgesetz einsetzen. U in dt ist gleich d phi m. Also ist das ein Integral d phi m. Also d phi m nach dt, dt, jetzt macht es langsam. Warten Sie, ich gebe das daher. Hoffentlich geht es. Ja. Machen wir es langsam. D phi m nach dt, noch mit einem Minus dt. Jetzt habe ich einfach da dieses u int von da eingesetzt als Minus d phi m nach dt, wieder von ta bis te. Na, und das lässt sich natürlich durch Substitution sofort umformen in ein Integral einfach d phi m mit dem Minus. Aber jetzt natürlich muss man über phi m integrieren und das ist also das Anfang, phi m Anfang bis phi m Ende. Nun, das ist natürlich trivial zu integrieren. Das ist phi m Ende minus phi m Anfang, aber mit einem Minus. Also phi m Anfang minus phi m Ende. Naja, und am Anfang hat das phi m einen bestimmten Wert, der magnetische Fluss durch diese Leiterschleife und am Ende auch. Daher wird diese Differenz immer konstant sein. Dieses phi m im Anfang minus phi m Ende. Und ist daher unabhängig, ist also nur abhängig von den magnetischen Flüssen am Anfang und am Ende, aber unabhängig von der Änderungsgeschwindigkeit. Unabhängig von der Geschwindigkeit. Und genau das haben wir ja auch beobachtet. Das kommt also da auf diese Art und Weise sofort sehr einfach heraus. Naja, jetzt allerdings müssen wir uns etwas überlegen, was hier unter Umständen uns Schwierigkeiten machen könnte. Das ist Ihnen vielleicht in diesem Moment gar nicht so bewusst, aber es ist eine sehr heikle Sache. Nämlich, wir haben doch jetzt gerade erst die Lorentzkraft kennengelernt. Wenn man also einen Ladungsträger in einem magnetischen Feld bewegt, dann wird eine Kraft auf diesen Ladungsträger ausgeübt. Das haben wir ja durch einige Experimente belegt. Und jetzt werde ich mit einem ganz einfachen Gedankenexperiment Ihnen zeigen, dass das auch sehr viel mit dem Induktionsgesetz zusammen zu tun hat. Wir schauen uns den Zusammenhang an zwischen dem Induktionsgesetz und der Lorentzkraft. Was gibt es da für einen Zusammenhang? Und wir können also nur hoffen, wenn es da wirklich einen Zusammenhang gibt, dass das dann so ausschaut, dass die Dinge auch miteinander konsistent sind. Denn wenn das nicht so wäre, dann haben wir ein Problem. Und Sie werden schon sehen, in weiterer Folge, dann ein bisschen später in dem Kapitel, kommen wir zu einem Punkt, wo es da ein Problem gibt. Und da steht man dann am Scheideweg. Was soll man tun, um die Sachen so zu reparieren,
dass es dann nachher wieder konsistent ist. Ja, sogar Theoretiker müssen hier und da was reparieren. Aber meistens die Experimentalphysiker. Also, was für eine Situation betrachten wir? Wir betrachten eine rechteckige Leiterschleife in einem Magnetfeld. Und diese rechteckige Leiterschleife soll also so sein, die ist also da so rechteckig, wir schauen so von der Seite drauf. Das Magnetfeld, das geht da also so hinunter und da durch diese Leiterschleife durch. Das ist ein konstantes äußeres Magnetfeld. Und diese Leiterschleife hat jetzt die Eigenschaft, dass sie veränderlich ist. Wir legen da so einen Stab drüber, der da so mit Schleifkontakten an dieser Leiterschleife elektrisch angeschlossen ist und den man bewegen kann. Naja, und der soll also eine Länge hier von L haben und da das nennen wir die, glaube ich, habe ich gesagt, Breite B. Länge mal Breite, da hinten ist wieder B und da ist wieder L. So eine rechteckige Leiterschleife. Und es soll jetzt dieser Teil, der bewegliche Teil, sich mit einer Geschwindigkeit V da hineinbewegen. Da schreibe ich das noch vektoriell hin, aber wir werden das dann linear, also skalar in den einfachen Rechnungen eben darstellen können. Da gibt es also eine Fläche, die von dieser Leiterschleife, hier ist es ein Leiterrechteck, muss ja kein Kreis sein, eingeschlossen wird. Und jetzt können Sie vielleicht, wenn Sie darüber nachdenken, schon sehen, dass es also da eine interessante Situation gibt. Einerseits sind also diese drei Leiterteile da in Ruhe relativ zu dem Magnetfeld und nur dieses eine Stück bewegt sich. Und in diesem Stück drinnen, so wie in jedem metallischen Leiter, gibt es also Ladungsträger, nämlich die Leitungselektronen, die nur darauf warten, dass, wenn eine entsprechende Kraft in Richtung des Leiters auf sie ausgeübt wird, sich zu bewegen beginnen, sodass dann ein Strom fließt. Also das muss man rechnen, wann jetzt dieser Leiter mitsamt seinen Leitungselektronen da bewegt wird in diesem magnetischen Feld, dann haben sie also da das Feld, da die Geschwindigkeit, und senkrecht zum beiden wirkt dann eine Kraft. Und diese Kraft wird bewirken, dass diese Leitungselektronen da drinnen sich zu bewegen beginnen werden. Sodass da letzten Endes dann in dieser Schleife da ein Strom fließen wird und auch eine Spannung auftreten wird. Andererseits kann man das jetzt auch nach dem Induktionsgesetz auffassen. Eine ganz andere Darstellung. Indem Sie sagen, Sie haben hier eine Leiterschleife, so ähnlich wie diese flexible Leiterschleife da oben, in einem konstanten Magnetfeld und Sie verändern jetzt dadurch, dass Sie das da so drüber schieben mit den Schleifkontakten, die Fläche hier und damit auch den magnetischen Fluss, der durch diese Fläche hindurchtritt. Sie kriegen ein dφm nach dt und damit gemäß Induktionsgesetz auch eine Induktionsspannung. Und auch so kann man verstehen, dass da letztlich in diesem Kreis ein Strom zu fließen beginnen wird. Und jetzt, Gott gnade uns, wann der dann unterschiedlich wird. Ob man ihm nach der Lorentzkraft ausrechnet oder nach dem Induktionsgesetz. Also das ist also eine Nagelprobe, nicht? Looking for trouble. Aber andererseits, man muss sich den Dingen stellen, denn das führt ja zu den schrecklichen Verwirrungen, wenn das dann nicht stimmen tät, nicht? Also ich glaube, Sie sehen, das sollte man sich anschauen. Ist Ihnen allen diese Thematik so verständlich? Oder haben Sie da zum jetzigen Zeitpunkt eine Frage? Nicht? Na gut, dann schauen wir uns das an. Wie Sie sehen werden, Gott sei Dank für diese einfache Anordnung, kann man sich das recht gut ausrechnen. Zeichnen wir da die Eckpunkte noch ein. T, Q, R und S, dass man gut drüber reden kann. Und jetzt werden wir das also nach den zwei unterschiedlichen Aspekten uns auch anschauen. Zunächst einmal schauen wir uns das an mit der Lorentzkraft.
Da betrachten wir also insbesondere dieses Leiterstück PQ. Also das PQ wird mit V bewegt. Was ist zu erwarten? Die Lorentzkraft auf einen Ladungsträger auf Ladung Q. Denken Sie also an ein Leitungselektron, das da drinnen sitzt und das ja letzten Endes dann einen Strom bewirken kann, wenn es sich bewegt. Die kann leicht ausgerechnet werden und das machen wir also jetzt nur alles skalar, weil alles so schön rechteckiger, rechtwinkelig aufeinander steht. B und V und dann wird so die Kraft wirken und wir schauen uns also die Komponente in Richtung von dieser Leiterstück PQ halt an. Dieses F ist daher gleich, wir haben ja kein elektrisches Feld, nur ein magnetisches und in dem magnetischen Feld bewegt sich der Ladungsträger mit V, daher laut Lorentzkraft ist es dann Q mal V mal B, weil alles so schön senkrecht aufeinander steht. Da ist dann der Betrag des vektorellen Produktes einfach das Produkt der Beträge. Der Sinus des eingeschlossenen Winkels ist 1, weil das ist 90 Grad. Ja? Also diese Lorentzkraft betragsmäßig ist Q mal V mal B. Ja, und jetzt können wir diese Kraft aber auch aus der Sicht von diesem Leiter etwas anders interpretieren. Wenn in einem Leiter eine Kraftwirkung entsteht auf die Ladungsträger, dann wird der Leiter das so sehen, dass also aus seiner Sicht da ein elektrisches Feld vorhanden ist. Dieses elektrische Feld führt zu dieser Kraftwirkung. Also dieser Kraftwirkung entspricht ein elektrisches Feld und das nennen wir also E. Und dieses elektrische Feld ist also so, dass das F gleich Q mal E ist. Ja, so ist ja das der Zusammenhang zwischen der Kraft auf einen Ladungsträger und das dortige elektrische Feld gegeben. F ist Q mal E. Naja, aber daher können wir jetzt auch entsprechend ausrechnen, dass E gleich F durch Q ist. E gleich F durch Q ist. Naja, und das bedeutet jetzt entsprechend dem da oben, dass F gleich Q mal V mal B ist und das F durch Q bleibt V mal B übrig. Also da haben wir meinetwegen das mit Stern und da verwenden wir dieses Stern, um aus F durch Q das V mal B zu gewinnen. Also das E ist dann nichts anderes als V mal B. Und jetzt wollen wir ja letzten Endes zur Spannung. Die Spannung damit ist die Spannung U, das ist ja das Integral E dr, das ist in dem Fall einfach E mal L und das ist daher V mal B mal L. Also es ergibt sich aufgrund der Lorentzkraft hier eine entsprechende elektrische Spannung, die zu den gleichen Effekten führen würde, wie die Lorentzkraft von V mal B mal L. Jetzt aber andererseits, das Feld ist jetzt bereitet, können wir die Sache jetzt aus der Sicht des Induktionsgesetzes anschauen.
und entsprechend dem Induktionsgesetz, um das verwenden zu können, brauchen wir den magnetischen Fluss durch diese Leiterschleife. Durch die rechteckige Leiterschleife. Naja, und das können wir auch ausrechnen. Und wie können wir das? Na, das ist sehr einfach. Phi m, der magnetische Fluss ist ja ganz allgemein definiert als das Flächenintegral bdf. Das haben wir eh da oben stehen, brauche ich es nicht nochmal aufschreiben. Und in dem Fall besonders einfach, das Feld B-Pfeil durchsetzt die Fläche senkrecht. Und wir haben da eine Fläche, das ist einfach L mal B. Also ist das L mal B, Länge mal Breite, mal den Betrag der magnetischen Flussdichte. Und jetzt kommt natürlich darauf an, das L bleibt zwar konstant, aber das B ändert sich. Das B werden wir aufschreiben als L mal einem B0 minus V mal P und dann mal B. Dieses B0 minus V mal T bedeutet, dass also das B immer kleiner wird, wenn man sich da hereinbewegt und die Schleife kleiner macht. Nicht? Und daraus können Sie aber sofort das Induktionsgesetz anwenden. Verstehen Sie das B0 minus V mal T? Ja? Oder ist das unklar? Ja. Diese Breite B wird kleiner, weil ja diese Leiter mit der Geschwindigkeit V sich bewegt. Zum Zeitpunkt T gleich 0 ist es B0. Und wenn dann die Zeit weiterläuft, ist es dann B0 minus Geschwindigkeit mal Zeit. Weil Weg ist Geschwindigkeit mal Zeit. Dieses B ist gleich B0 minus V mal T. Für T gleich 0 ist B gleich B0. Und wenn man dann die Zeit fortschreiten lässt, dann wird das B immer kleiner. Letzten Endes geht es dann drüber und dann wird es größer, ist alles okay. Wir überlegen uns das halt jetzt einmal so, wie es da steht. Das gilt aber ganz allgemein. Ja? Gut? Jedem klar? Ja, dann können wir natürlich jetzt sofort das Induktionsgesetz anwenden. Die Spannung steigt. D phi m nach dt ist gleich. Naja, das kann man aber jetzt sehr schön ausrechnen. Da kommt man also drauf, wenn man das nach t differenziert, das ist eine Konstante, bleibt minus Vt, V minus L mal V mal B. L ist ein konstanter Faktor, B ist ein konstanter Faktor, das ist eine Konstante. Und wenn man da differenziert nach T, bleibt minus V stehen, minus V mal L mal B. Das ist trivial, da brauche ich nicht mehr drüber reden. Und das bedeutet, dass jetzt laut Induktionsgesetz also laut Induktionsgesetz ist das Uint ja gleich, da oben steht minus d phi m nach dt minus d phi m nach dt ist dann plus L V B. Und siehe da, diese Spannung, die wir hier ermittelt haben aufgrund der Lorentzkraft, kommt genauso auch heraus aufgrund des Induktionsgesetzes. Kann man da nur dazu sagen. Also dieser Kelch ist an uns vorübergegangen gewissermaßen. Naja, und letzten Endes kann man dann dieses Induktionsgesetz in einer trivialen Weise, da bitte ich Sie heute wieder um etwas Geduld, aber vergessen Sie nicht, Sie kriegen den ganzen Montag dafür. Also ich gebe Ihnen ja was dafür. Nicht?
kann man das Induktionsgesetz umformen. In eine differenzielle Form. Indem wir das verwenden, was da oben steht. Das UIN, das Integral EDR und das Phi M ist Flächenintegral BDF. Naja, da schreiben wir das UIN da mal auf. UIN ist gleich das Ringintegral E-Pfeil dr-Pfeil. So eine Spannung längs einer geschlossenen Leiterschleife. Das lässt sich jetzt nach dem Stokes'schen Integralsatz, das ist jetzt wieder nur eine mathematische Umformung, da geht es um den Rand der Fläche A, die eben von dem Leiterkreis eingeschlossen wird, umformen in ein Flächenintegral über A selbst, Rotation E-Pfeil, DF-Pfeil. Und andererseits, also das, ich glaube, das brauche ich nichts mehr dazu erklären, das haben Sie jetzt schon im kleinen Finger, den Stokes'schen Satz und Gauss'schen Satz, das ist einfach eine Umformung. Andererseits haben wir das Phi M, das ist das Integral, das Flächenintegral von B-Pfeil DF-Pfeil. Und was kriegen wir damit? Das UIN ist gleich minus d phi m nach dt. Folgerung. Das UIN, das ist also das Flächenintegral über A Rotation E-Pfeil DF ist gleich minus d phi m nach dt, ist gleich minus, und jetzt das nach der Zeit t abgeleitet. Das machen wir innen im Integral. dB Pfeil nach dt, df Pfeil. Und nachdem das über alle beliebigen Flächen A gelten soll, muss es insbesondere auch für die Integranten gelten, und es gilt damit, dass Rotation E-Pfeil gleich ist minus dB nach dt. Und siehe da, damit haben wir aus diesem Induktionsgesetz schon wieder eine letzte, vierte und damit letzte Maxwell-Gleichung erhalten. Rotation E ist minus dB nach dt. Eine besonders einfache und besonders übersichtliche. Und in der steht kein Rho und kein J drinnen. Da ist Null auf der rechten. Also nicht Null, aber man kann das dann, wenn man will, auf die linke Seite bringen. Dann steht, also es stehen keine Terme drin, die nichts mit den Feldern unmittelbar zu tun haben. Eine homogene Maxwell-Gleichung. Und damit haben wir alle vier. Nur bei einer fehlt noch was. Das habe ich Ihnen schon angedeutet. Bei der Rotation B-Gleichung, wo da steht μ0 mal j, da fehlt noch was Zweites. Und über das werden wir uns dann nächste Woche unterhalten. Aber jetzt einmal sehen Sie hier, dass eine zeitliche Änderung des B-Feldes, das müssen Sie jetzt noch anhören, eine zeitliche Änderung des B-Feldes zu einem elektrischen Feldwirbel führt. Siehe da, es gibt da elektrische Feldwirbel. Also das ist nur eine differenzielle Darstellung desselben Sachverhaltes, den wir zunächst einmal in der integralen Form dargestellt haben. Und ich glaube, damit haben wir doch einiges erreicht. Wir kennen uns jetzt einigermaßen aus mit der Induktion und gleich am Montag dann, nein, nicht am Montag, am Mittwoch. Am Mittwoch dann gibt es zwei Versuche, wo ich in einer gewissen Euphorie gedacht habe, die werden wir heute noch machen. Die machen wir dann am Mittwoch, aber die sind ganz lustig. Und die werden dann noch einmal eine praktische Anwendung der Induktion zeigen. Also jetzt wünsche ich Ihnen einmal ein schönes Wochenende. Denken Sie daran, dass wir am Montag keine Vorlesung haben werden. Dann kommt der 1. Mai und am Mittwoch sehen wir uns dann wieder. Danke. Wunderbar.
Wieso ist die wieder runtergefallen? Da haben sie den einen derartigen Schwung durchgeschossen, aber das hat sich nicht erst recht im Fahrt drauf. Nein, es hat sehr gut funktioniert. Man hat den Effekt ganz deutlich gesehen.